Wir starten mit der Fülle für den deftigen Knödelklassiker. Dafür das Öl in einer Pfanne erhitzen. Den Zwiebel hacken und in der Pfanne anrösten. Den Knoblauch hacken und mitrösten. Die Grammeln und den Majoran zugeben, alles mit Salz und Pfeffer würzen und weiterrösten. Vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen und kalt stellen. So lässt sich die Grammelmasse später besser weiterverarbeiten. Wenn die Masse gekühlt ist, 12 kleine Kugeln formen und beiseite stellen. Für das Sauerkraut die Zwiebel und den Knoblauch kleinschneiden und die Wacholderbeeren mit dem flachen Messer andrücken. Nun die Butter in einem hohen Topf schmelzen. Zwiebel, Knoblauch und Wacholder in den Topf geben und mit dem Zucker und dem Mehl glasig anschwitzen. Den Essig, die Suppe und das Sauerkraut in den Topf geben. Gießen Sie nun mit Wasser auf und lassen Sie das Kraut ca. 20 Minuten dünsten. Dabei ab und zu umrühren. Jetzt geht's an den Knödelteig. Dafür die Erdäpfel kochen, schälen und noch warm in eine Schüssel pressen. Eier, Mehl und Grieß untermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse auf einem bemehlten Brett zu einem Teig verkneten, dann den Teig zu Rollen formen und in 12 gleich große Portionen teilen. Jede Portion zu runden, dickeren Scheiben flach drücken, eine Grammelkugel auf jede Scheibe setzen und Knödel formen. Bringen Sie nun Salzwasser zum Kochen und lassen Sie die Knödel schwach wallend kochen, bis sie an die Oberfläche steigen. Währenddessen den Speck in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne ohne Fett knusprig rösten. Dann die Knödel mit einem Siebschöpfer aus dem Wasser heben und abtropfen lassen. Die Knödel auf dem Sauerkraut anrichten, mit dem Speck garnieren und servieren. Wir wünschen guten Appetit.